Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Ich habe heute für euch eigentlich relativ ungeplant die 100% Patch Notes für euch. Vieles war schon bekannt, heute zu relativ später Stunde. Ich habe es eigentlich heute gar nicht vorgehabt, aber ich habe mir fest vorgenommen, komm, ich hau das Patch Note Video trotzdem raus. Die Patch Notes fallen geringer aus, als ich tatsächlich dachte. Ich habe vor kurzem ein Early Patch Note Video rausgehauen. Dort war schon einiges bekannt. Es kommt noch einiges dazu. Es ist sehr interessant, keine Frage, aber es ist tatsächlich sehr, sehr wenig. Ich habe mit mehr gerechnet, gerade weil Respawn die Patch Notes diesmal echt sehr, sehr spät rausgeballert hat und ein relativ großes Geheimnis drum gemacht hat. Habe ich gedacht, da kommt extrem viel. Es ist von der Masse her ungefähr so wie in Season 11 damals. Wir legen direkt mal los. Achso, Battle Pass Trailer wurde heute ebenfalls veröffentlicht. Wer den sehen will, noch nicht gesehen hat, ich zeige euch den am Ende des Videos, so dass alle, die ihn schon kennen, dort wegschalten können, wenn sie möchten. Wir fangen einfach mal an. Maggie, neue Legende, muss ich nichts zu sagen. Sämtliche Fähigkeiten sind klar, habe ich in anderen Videos schon thematisiert. Wer da genaueres wissen will, der sollte auf jeden Fall die letzten Videos sich angucken. Map Update Olympus sollte klar sein. Im relativen Schnelldurchlauf zeige ich euch ein paar Bilder. Ich gehe jetzt aber nicht ins Detail, damit es nicht zu lange dauert. Wir haben auf jeden Fall hier den neuen Spot. Face Driver heißt der, glaube ich, oder ein bisschen anders. Auf jeden Fall das Gebilde dieses Teleportationsgerät heißt Face Driver. Dann haben wir hier noch ein Vorher-Nachher-Bild. Vorher so. Ne, Moment, das haut so nicht hin. Ah ne, das ist das aktuelle Bild. Sorry, kleiner Fehler von mir. Hier haben wir das nochmal in der Nahaufnahme. Das Terminal hat sich ein bisschen geändert. Das sah vorher so aus und sieht jetzt so aus. Wir sehen hier links am Terminal jetzt einen Eingang und das sieht von innen so aus. Wie gesagt, ich mache es wirklich nur im groben Schnelldurchlauf. Dann haben wir hier in der Nähe vom Bonsai Plaza. Sah vorher eben so aus und sieht jetzt so aus. Also das Schiff ist, glaube ich, noch da, soweit ich weiß. Hier haben sich einzelne Plattformen oder Ebenen einfach nur ein bisschen verschoben. Ich gehe aber nicht ins Detail, weil das uns wirklich den Rahmen sprengt. Hier haben wir einen Spot, der sah vorher so aus, sieht jetzt so aus. Wir sehen hier, dass hier ein paar Wege nach oben einfacher nach oben führen, außer der Zipline. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Die Devs haben sich auf jeden Fall ein bisschen was dabei gedacht. Hier haben wir noch einen weiteren Spot. Dann haben wir noch den Spot, der ja ein bisschen dazu gekommen ist. Wie gesagt, ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das wirklich eine Menge Text für Olympus ist, den man tatsächlich einfach auch mal skippen kann. Map-Rotation sollte mittlerweile klar sein. Stormpoint, Olympus, Kings Canyon. Es gibt kein World's Edge diese Season. Sollte es doch World's Edge mal geben, dann könnte ich mir vorstellen, vielleicht in irgendeinem Limited-Time-Modus, vielleicht Season 3-Variante oder Season 5, weiß der Geier, sowas könnte ich mir vorstellen. Ansonsten wird es World's Edge in Season 12 nicht zu sehen geben. Ranked Split 1 auf Olympus, Ranked Split 2 auf Kings Canyon. Habe ich auch schon drüber gesprochen. Stormpoint-Anpassungen. Ich halte das ganz kurz ebenfalls hier. Ein ellenlanger Text. Es geht um die Prowler. Die Prowler im Allgemeinen wurden ein bisschen angepasst. Ich spare mir diesen ellenlangen Text und erzähle euch das Wichtigste. Die Prowler machen jetzt ein bisschen weniger Damage. Statt 30 machen die jetzt 20 Schaden, wenn sie dich angreifen. Sie gehen nicht mehr so extrem aggressiv auf euch drauf oder auch so eine gesamte Horde. Maximal 3 Prowler können einen einzigen Gegner jetzt anvisieren. Vorher könnten das mehr gewesen sein. Ich habe das zwar nie erlebt, dass mich mehr als 3 Prowler angegriffen haben, aber sie sollen jetzt tatsächlich nicht mehr ganz so belastend sein. Die Belohnungen für das Clearen eines Prowler-Nests wurde ebenfalls angepasst. Man bekommt jetzt 150 statt 90 Crafting-Metalle. Und für das ganz große Prowler Nest, quasi Jurassic Park, 250. Und diese Crafting Metalle werden gleichermaßen auf alle Squadmates und allgemeinen Leute, Legenden, verteilt, die beim Clearen dabei waren. Das können quasi auch Gegner sein, die dann ein paar Crafting Metalle abbekommen. Das war aber vorher schon klar. Die Flugroute des Dropships, wo wir rausspringen, wurde ein wenig angepasst. Denn es ist in Season 11 aufgefallen,
Für Stormpoint ganz wichtig, dass die nördlichen Positionen, wie zum Beispiel hier dieser Blitzableiter und was da oben im Norden noch so ist, bei den meisten Flugrouten relativ schwer zu erreichen war. Oft war es so, du springst raus und musstest dann hier noch so einen Gravity Lift nehmen und so weiter oder Gravity Cannon und so weiter, bis du dann irgendwann ganz im Norden angekommen bist. Das wurde jetzt ein bisschen angepasst. Jetzt kommen wir, und ich hoffe, ich habe jetzt die perfekten Worte dafür, Ranked Punkte Verteilungs Anpassungen. Und zwar bekommen wir jetzt wieder weniger Ranked-Punkte für Kills. Achtung, das hat einen gewissen Sinn. Wir können nur noch maximal 125 Punkte statt 175 Punkte für Kills bekommen. Das wurde in Season 11 erst eingeführt und wird jetzt wieder reduziert. Warum? Ich lese euch die Bemerkung von Respawn vor. Ich finde sie gar nicht mal so schlecht. Bemerkung von Respawn lautet, dass sich in hohen Ranked-Stufen, ich gehe mal ab Platin aufwärts Stufen viele zu sehr auf Kills konzentriert haben und um Ranked-Punkte zu farmen und dabei Leute vernachlässigt wurden, die eher auf Teamplay und Platzierungen spielen und eben vielleicht nicht so viele Kills machen und du teilweise Platz 2, 3 so wenig Punkte bekommen hast. Und damit sollen quasi Leute so ein bisschen bestraft werden, die tatsächlich nur Kills grinden, und Teamplay soll allgemein wieder ein bisschen lohnenswerter sein, quasi Positioning, wenn du ein paar weniger Kills hast. Und das finde ich eigentlich eine ganz, ganz coole Sache. Und so soll es so sein, dass wir in den Top 5 mehr Punkte für die Platzierungen bekommen. Das kann ich euch hier mal einblenden. Und es tatsächlich dann so ist, dass wir 2 bis 3 Kills weniger brauchen, um die maximale Punktzahl bei einem Win zu bekommen. Und ihr seht hier, und das ist das Interessanteste, Platz 1 bis 5 bekommen wir jetzt mehr Punkte. Platz 1 125, Platz 2 95, Platz 3 70, 4 55 Punkte und Platz 5 45. Die alten Punkte weiß ich jetzt tatsächlich nicht so genau im Kopf. Ich spare mir die jetzt hier einzublenden für die ganzen Freaks im Ranked unter euch. Ihr werdet sicherlich die Änderung deutlich zu spüren bekommen. Im Laufe der Season kommt ein Kommunikationsfilter hinzu. Wann genau, steht nicht fest. Vielleicht in einem größeren Patch in Mitte der Season, könnte ich mir vorstellen. Soll Folgendes bringen. Wir können ja Ingame-Chat-Nachrichten schreiben. Oder eben der Ingame-Voice-Chat im Spiel, wenn du zum Beispiel mit Randoms kommunizierst. Und du kannst dann in Zukunft in den Gameplay-Optionen 3 verschiedene Kommunikationsoptionen wählen. Entweder, dass alle dich anchatten können in-game. Achtung, diese Chat-Funktion, wo man sich Textnachrichten, zumindest auf den Konsolen, ganz wichtig, ich kenne das nur für die PlayStation, das funktioniert nur, wenn die PlayStation auf Englisch steht. Wenn du auf Deutsch deine Konsole gestellt ist und quasi die deutsche Synchro hast, kannst du diese, ja, dieses Feature nicht kennt, du kannst ja hier das Touchpad mitten im Game, mitten im Spiel einer Runde gedrückt halten für ein paar Sekunden und dann öffnet sich ein Chatfenster und dann seht ihr links dann die Chatnachricht an deine Teammates, wenn du zum Beispiel mit Randoms spielst. Das wissen bis heute viele nicht, wie man das öffnet. Das geht nur, wenn deine Konsole auf Englisch gestellt ist, geht auf Deutsch nicht. Und so kannst du zum Beispiel ausstellen, dass Random Squadmates dich entweder nicht vollquatschen können im Chat oder dir diese Nachricht schicken, dann kannst du einstellen, ob das nur Freunde können oder du kannst es komplett deaktivieren. Eine coole Änderung, wie ich finde. Kommen wir zum Crypto Rework, würde ich jetzt mal nicht behaupten, aber die Drohne wurde schon stark gebufft. Und dazu wechsle ich ja mal kurz auf die EA-Seite. Aber vorher eins in eigener Sache. Ich habe den Callout lange nicht gemacht, weil ich das eigentlich relativ ungern habe. Aber nochmal die Statistik auf die letzten 28 Tage. Es gibt tatsächlich immer noch leider 44% der aktiven Nutzer, die regelmäßig meine Videos schauen, die noch nicht abonniert haben. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr das dennoch tut. Abonniert meinen Kanal. Ganz wichtig, auch gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn euch das Video gefällt, auch gerne einen Kommentar. Warum frage ich danach? Es ist einfach so, es pusht den Algorithmus. YouTube merkt, alles klar, bei dem geht ein bisschen was. So wird mein Kanal eher im deutschen Sprachraum gefunden und meine Informationen, die ich hier zusammentrage, werden ein bisschen weiter gestreut. Und das entwickelt einfach oder hilft dabei, meinen Kanal ein bisschen besser zu entwickeln, sodass er größer wird und wie gesagt die Informationen in die weite Welt hinausgestreut werden. Würde ich mich wirklich sehr darüber freuen. Es ist völlig kostenlos und ist nur einen Klick entfernt. Es wäre auf jeden Fall sehr, sehr geil, wenn ihr mir diesen Support für meine Mühe da lasst. Jetzt gehen wir in die Bildschirmaufnahme, denn der Krypto-Buff
so viel Text und ich möchte hier wirklich nichts auslassen, deswegen gehe ich hier einfach mal in die Patchnotes direkt auf der EA-Seite. Krypto, Drohnenperspektive, HUD und andere Benutzerfreundlichkeiten. Das HUD der Drohne zeigt jetzt Spielstatus in Klammern, zum Beispiel Ringinformation, Rundentimer, Minikarte, Killfeed, Teamstatus, Ping-Informationen und so weiter und so fort. Die alte Anzeige quasi unten links von Kryptos Gesundheit bzw. seinem Schild zeigt jetzt die Gesundheit der Drohne selbst an. Überwachungssendermarkierungen werden jetzt beim Steuern der Drohne in der Welt angezeigt, wie beim Steuern von Krypto selbst. Fahren wir ein bisschen weiter runter. Beim Neurolink, quasi beim Scannen der Gegner, hat sich auch ein bisschen was geändert. Das finde ich auch eine starke Änderung. Das Sichtfeld des Neurolink-Scans wurde von 160 auf 240 Grad Sichtfeld erhöht. Das ist echt eine ganze Menge. Und die Neurolink-Erkennung wird jetzt beim Zurückrufen der Drohne deaktiviert. So, Überwachungsdrohnenänderungen. Der Einsatz der Drohne wird jetzt überarbeitet, wenn ihr den Taktik-Button drückt. Also wenn ihr quasi die Drohne rausballert, fliegt die Drohne einige Sekunden lang geradeaus in Kryptos Blickrichtung. Wird die Drohne gegen eine Wand oder einen anderen geometrischen Gegenstand geworfen, also meistens eine Wand wahrscheinlich, orientiert sie sich nach dem Aufprall so um, dass sie von der Wand weg ausgerichtet ist. Also quasi immer noch die Gegner scannen kann und nicht wild irgendwo gegen die Wand scannt wie so ein... ja, wie so ein Trottel halt. Krypto greift nicht mehr sofort aus der Drohnenperspektive oder in die Drohnenperspektive zu, wenn er seine Drohne auf diese Weise aktiviert. Das heißt, wir aktivieren die Drohne fliegt von alleine so ein bisschen geradeaus, bleibt aber irgendwann stehen. Wollen wir aber weiterhin die Drohne so steuern, wie wir es damals kannten, müssen wir den Taktik-Button einfach gedrückt halten und kommen dann sofort in die Drohnenperspektive. Die Gesundheit der Drohne wurde ein wenig reduziert von 60 auf 50. Sie ist tatsächlich gar nicht so einfach zu treffen, wenn du einen richtig guten Krypto-Spieler hast. Und ansonsten haben wir HUD-Markierung für die Drohne wurde angepasst, um die Sichtbarkeit allgemein zu erhöhen. Wo ist deine Drohne gerade irgendwo auf der Map? Und die HUD-Markierung für die Drohne wird jetzt immer auf dem Bildschirm angezeigt, während wir die Drohne im Einsatz, in Klammern nicht nur, wenn sie außerhalb des Bildschirms ist. Also du kannst sie relativ gut erkennen. Das soweit von der EA-Seite. Weiter im Text. Jetzt kommen wir zu einer weiteren Legende, die einen Nerf bekommt, auch schon bekannt. Core-Stick. Ich fasse einfach alles, was ich schon mal erzählt habe, zusammen, wie ihr mitbekommt. Die Core-Stick-Falle hat jetzt 150 Lebenspunkte. Diese Falle hält jetzt nicht mehr 12,5 Sekunden, sondern nur noch 11 Sekunden. Das war vorher nicht klar. Und wie gesagt, sie hat 150 Lebenspunkte. Die müssen wir erstmal runterschießen und dann ist diese Falle weg. Achtung, sobald die Falle zerstört ist, hält das Gas noch circa für 2 Sekunden, bis das Gas komplett verschwunden ist. Das alles soweit dazu. Und soweit ich weiß, das wurde in den Patchnotes nicht beschrieben, aber es soll wohl nicht mehr möglich sein, wenn wir auf den Standfuß schießen, mit einem Schuss diese Falle zu deaktivieren. Müssen wir dann sehen. Ich kann es jetzt leider nicht beurteilen. Das habe ich aus einem der letzten Videos von anderen Streamern nur gesehen. Achtung, kein Gibi-Buff. Ganz wichtig, wer das letzte Video nicht gesehen hat, es gab einige große Streamer, die durften Season 12 schon testen und dort haben sich einige auf dem Trainingsgelände ausgetobt und haben festgestellt, die Gibi Bubble ist fast ein Drittel größer als eigentlich gewöhnlich und da dachten dann auf einmal alle, dass tatsächlich die Gibi Bubble jetzt ein Drittel größer ist. Gott sei Dank ist das nicht der Fall, es wäre sonst ein bisschen zu krass. Mehr gibt es übrigens an Legendenänderungen nicht. Und eins möchte ich auch noch anmerken. Nur weil die Patchnotes so gering ausfallen, heißt das ja nicht, dass das was Schlechtes ist. Ich bin der Meinung, auch schon in Season 11, ich glaube, Apex entwickelt sich gerade in eine Richtung, wo das Balancing zwischen Legenden, Waffen und so weiter, den Stats vielleicht gar nicht so verkehrt ist. Und es muss ja nicht immer so eine Litanei an Änderungen sein. Aber so ein richtig großes Ding, was wir hier wahrscheinlich in den Patchnotes erwarten, ist wahrscheinlich nicht dabei, was ich sehr, sehr schade finde. Ich habe dadurch, dass es wirklich ein Tag vor Release der Season so ein mega Geheimnis draus ist, mehr erwartet. Aber eine Riesenenttäuschung ist es jetzt tatsächlich auch nicht. Waffenänderung, Alternator kommt zurück aus dem Care Package, ist klar. Die Vault geht ins Care Package. Grundschaden der Vault von 15 auf 17 erhöht. Und Überraschung, in den Tests von diesen Streamern in Season 12 hatten wir eine maximale Anzahl an Kugeln von 28, aber es scheinen 30 zu sein.
Nächstes. Der Kinect Loader funktioniert relativ simpel, ist für die Triple Take und für die Peacekeeper. Wenn wir sliden, und da frage ich mich wieder, wie die deutsche Übersetzung auf der EA-Seite funktioniert. Es ist aber ein Übersetzungsfehler tatsächlich, kam mir komisch vor. Der Kinect Loader bewirkt, wenn du slidest, wird der Choke für beide Waffen schneller aufgeladen und auf Deutsch steht, die Choke-Zeit wird deutlich erhöht. Das macht keinen Sinn. Auf jeden Fall, die Choke-Zeit wird deutlich verringert und die Kugeln werden automatisch im Slide nachgeladen. Sehr coole Sache. Hammerpunkt. Munition kommt zurück. Ein Aufsatz, den wir damals schon mal für die P2020 und für die Mosambik hatten. Achtung, dieser Aufsatz kommt jetzt auch auf die 45. Damals gab es eigentlich die Disruptor Rounds für die 45 und die Alternator. Ging auf Schild und die Hammerpunkt-Munition, wer sie nicht kennt, macht mehr Schaden auf die Lebenspunkte, nicht aufs Schild. Und ich kann euch auch in Zahlen sagen, was das ausmacht. Wenn das Schild runtergeballert ist, macht die P2020 mit Hammerpunkt 50% mehr Damage und die Mosambik und die 45 jeweils pro Kugel 35%. Die Shattercaps wurden angepasst, ein wenig genervt, würde ich eher sagen, sind für die 30-30 und den Bogen, kann nicht länger ein- und ausgeschaltet werden. Sobald du die quasi aufgesetzt hast, kannst du nicht sagen, nee, ich möchte die gerade aber nicht spielen. Und der Schaden pro Kugel wurde für diese Streuschüsse reduziert bei der 30-30 von 8 auf 7 pro Kugel und beim Bogen von 12 auf 11 reduziert pro Pfeil. Triple Take Nerf. Meiner Meinung nach gerechtfertigt und allgemein, schreibt in die Kommentare, was ihr von dem ganzen Spaß haltet. Wie immer, ich bin auf jeden Fall gespannt und lese mir wie immer jeden Kommentar durch. Der Schaden pro Kugel bei der Triple Take wird von 23 auf 21 reduziert und die Triple Take Meta hat in Season 11 ordentlich reingeballert, wie ich finde. Nur ich bin zu blöd für die Waffe. Ich weiß auch nicht warum. Und ein zweiter Punkt wurde geschrieben, den ich aber nicht zu interpretieren weiß. Deswegen versuche ich das auch gar nicht zu interpretieren. Reduziert Projektilzuwachs pro Kugel. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Und die Flatline bekommt ebenfalls einen Nerf. Und ich habe mir gedacht, dass genau das passiert. Denn die Flatline ist so einfach wie nie zu finden. Sie macht jetzt einen Grundschaden von 18 statt 19. Warum sie so einfach wie nie zu finden ist, erkläre ich gleich. Jetzt sage ich euch noch, was es jetzt für goldene Flurwaffen gibt. Wir haben jetzt die 45, die Triple Take, die Peacekeeper, die Prowler und die Havoc als goldenen Ground Loot. Und Waffenherstellung. Ihr wisst wahrscheinlich alle, dass die Flatline und die Longbow jetzt in den Replikator wandern. Wir können die jetzt herstellen. Der Sinn dahinter wurde auch erklärt. Respawn ist weiter daran interessiert, neue Waffen ins Spiel zu bringen. Aber das allgemeine Loadout verteilt oder der Loot verteilt auf die ganze Map wird immer schwieriger, je mehr Waffen da reinkommen. Und deswegen haben sie sich dafür entschieden, manche Waffen einfach in den Replikator zu packen. Finde ich auf jeden Fall eine coole Sache. Aber was mich ein bisschen erschüttert, sind die Kosten im Negativen. Die Waffen kosten gerade mal 30 Crafting-Metalle und das ist mir meiner Meinung nach einfach zu günstig. Du brauchst quasi zwei so eine Bins nur öffnen, so eine Crafting-Metall-Bins und dann hast du 40. An der Zahl kannst dir eine Flatline oder eine Longbow für wenig Geld craften, bekommst dazu noch zwei Munitionsstacks für die jeweilige Waffe, aber es sind keine Aufsätze drauf. Ganz wichtig. Dann haben wir noch die Medikit-Kosten, wurden von 20 auf 15 reduziert im Replikator. Punch-Boosting wurde rausgepatcht. Es gab tatsächlich Buns, wenn man es in gewissen Spielmodis gemacht hat. Also in ALGs war es, glaube ich, so, dass das nicht gesehen wurde gerne und irgendwas anderes war da noch, aber da möchte ich nicht zu viel reininterpretieren. Tap-Strafing sollte eigentlich, ihr habt es wahrscheinlich auch bei It's Timmy zum Beispiel gesehen, der die neue Season testen durfte, es war auf einmal kein Tap-Strafing mehr möglich oder nur geringfügig. In den Patch-Notes steht nichts darüber, dass Tap-Strafing entfernt wurde. Wir müssen einfach morgen mal schauen, ob es dann tatsächlich entfernt wurde. Kein Next-Gen-Update, kein Cross-Progression, ganz wichtig.
Anniversary Event waren viele der Meinung, das wird morgen oder dann dementsprechend, die meisten von euch werden es heute zum Release von Season 12 am 8. Februar sehen. Das Anniversary Event, quasi der dritte Geburtstag, findet nicht zum Release von Season 12 statt, sondern wahrscheinlich erst am 15., quasi nächste Woche Dienstag. Und ich glaube, es gab nämlich vor ein paar Tagen den Post Next Gen Update very, very soon. Ich denke, dass wahrscheinlich zum Anniversary Event am 15. nächste Woche Dienstag das Next Gen Update kommt. Das ist nur eine Vermutung von mir, weil very, very soon heißt bei mir nicht Mitte der Season oder irgendwann am Ende, sondern zeitnah zum Release von Season 12. Müssen wir uns überraschen lassen. Und ein Preload für die PlayStation für Season 12 ist jetzt am Start, wer es nicht mitbekommen hat. Feuerfrei, schmeißt euren Kasten an. Ihr könnt die Season preloaden und könnt dann morgen pünktlich um 19 Uhr die neue Season zocken. Ich streame morgen in die neue Season rein, natürlich auf Twitch. Ich denke mal, dass ich so zwischen 17, 17.30 versuchen werde, online zu sein. Ich freue mich auf euch, wenn ihr da seid. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Die meisten von euch wollen sicherlich selber zocken. Das war's jetzt von mir. Bleibt gesund. Sorry für dieses verdammt lange Video. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. I know what I came for. Have you said your goodbyes? When you're backed against the ring and death smiles at you, smile back. And show them what kind of legend you are with the Defiance Battle Pass. Seer raises the stakes in his legendary Aces High skin. Do not fear. While Loba makes her own rules in her legendary outfit, Breaking the Law. All this for me? Complete their looks by unlocking sets of matching items and trackers. Their competition looks as fierce as they do. Ash, Crypto, and Lifeline all have full sets that showcase their new epic skins, loaded with cosmetics. Master the Defiance Battle Pass and unlock the Gentleman Baller and Scream Machine reactive hemlocks. Survive the Pandemonium to earn a new music pack, loading screens, emotes, banners, and gun charms. It's go time! I'll be damned all the way to hell and back before the likes of you kills the likes of me. When the madness descends, keep your chin up and your sights high. I'm here for one thing. Be the last one standing proud with the Defiance Battle Pass.